Name ist Arne. Ich bin Familienvater und in meiner Freizeit bin ich Pianist. Im Februar 2012 hatte ich einen grippalen Infekt und nach mehreren Tagen, als wir einen Arzt gerufen haben, der hat eine sehr oberflächliche Untersuchung gemacht bei mir. Mein Zustand hat sich sehr schnell sehr stark verschlechtert. Wir haben dann etwa eine halbe Stunde später, nachdem dieser Arzt gegangen war, den Notarzt gerufen, kannte sich also von Haus aus mit einem Sepsis aus und hat relativ schnell gesehen, dass es sich bei meinem Zustand um einen septischen Schock handelt und konnte mich also so unverzüglich ins Krankenhaus. Ich bin ja eigentlich kaum bei Bewusstsein durch die Gänge gefahren worden und wurde dann ins künstliche Koma gelegt. Und die ersten Blicke, als ich wieder aufgewacht bin, waren auf meine Hände, wo ich also sehen musste, dass die Fingerspitzen schwarz waren, was für mich als Klavierspieler natürlich eine ungeahnte Belastung sein würde. Die Fingerspitzen wurden dann also auch eine Woche, nachdem ich wieder wach war, entfernt. Die Sepsis stellt genauso auch wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall einen medizinischen Notfall dar. Leider ist es nicht so einfach, einen septischen Schock zu erkennen. Nur frühzeitiges Eingreifen eine Heilung verspricht oder die Folgen eines septischen Schocks abmildern kann. Bei mir hat es sich gezeigt, dass ich nach dem septischen Schock eine andere Lebenseinstellung gewonnen habe, durch mein persönliches Schicksal ja schon vor Augen, dass ich hätte sterben können. Dadurch, dass das jetzt nicht passiert ist, habe ich kennengelernt, habe ich gespürt, dass das Leben wirklich lebenswert ist, egal mit welchen Handicaps man hinterher zu kämpfen hat. Dann hat man unglaublich viel Kraft, solche Dinge zu tun, und das erleichtert das Leben ungemein. Safety flows through me. BD, advancing the world of health.